Der Kern des Stücks, glaube ich, der steckt in der Ringparabel. Nathan, der als Jude in Jerusalem schlau genug ist und sich nicht entscheidet zwischen dem Judentum, dem Herrscher, dem Sultan, der den Islam verkörpert, und dem Christentum, der antwortet eben mit dieser Ringparabel. Ich würde sagen, dass der Toleranzgedanke im Zentrum des Stückes steht und somit auch das den ganzen Abend kennzeichnet. Also neben dem Toleranzgedanken, der in der Ringparabel zum Ausdruck kommt, gibt es die Geschichte der Verwandtschaft. Am Ende des Stückes sind tatsächlich die Figuren miteinander verwandt, in einer sozusagen Familie gebunden, von denen man glaubte, dass die am Anfang sich gar nicht vertragen. Verwandtschaft ist das System, wie unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Identitätsentwürfe zueinander gekommen sind. Letztendlich geht es um die Versöhnung der Menschen untereinander. Der Toleranzgedanke, wie Lessing ihn mit der Aufklärung äußert, steht zumindest immer noch zur Disposition. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir den blinden Fleck, den wir besitzen als weiße Europäer, ich als weißer europäischer Mann, dass wir den nicht blind belassen, sondern dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir aus einem Selbstverständnis heraus handeln, von dem andere Menschen, andere Kulturen, andere Religionen eigentlich nichts wissen. Ich finde es tatsächlich wichtig, dass wir im Ensemble andere Schauspielerinnen haben, die aus anderen Erfahrungsbereichen kommen, die nicht europäisch der Aufklärung verhaftet sind. Und dass wir zusammen auf der Bühne in eine Diskussion geraten, ob der Toleranzgedanke, wie er bei Lessing in der Ringparabel oder im Nathan allgemein geäußert wird, heute noch Bestand haben kann. Es gibt Live-Musik, es gibt den Komponisten, der auf diese Sprache, auf den Rhythmus des Abends eine Musik schreibt, und alles zusammen, die Sprache, die Bewegung der Darstellerinnen, die Bühnenfahrten, das ist etwas, was ich versuche in meinen Arbeiten immer zu erreichen. Und ich glaube, mit Lessings Sprache ist da mir sehr geholfen.